leben mit Ihrem Vater zusammen, Sie sind Ihr eigener Koch und Sie sind nicht verheiratet. Ist das Ihre ganze Geschichte? Ich denke, mehr als Sie hätte ich über mich auch nicht erzählen können. Sie haben eine pinkfarbene Jacke an, wenn es Ihnen gut geht. Wenn es Ihnen schlecht geht, dann haben Sie eine graue an. Sie beobachten mich. Sie fallen auf. Das ist Ihr letzter Tag. Sie können sich Ihren Scheck holen. Was ist passiert? Na, hören Sie mal, Sie können nicht lesen, das wissen Sie doch. Sie könnten etwas Falsches nehmen. Sie wollen ein Paket Salz nehmen und erwischen ein Vernichtungsmittel für Küchenschaben oder sonst was. Sie sind gefährlich. Für Stanley Cox war das Leben eine verschlossene Tür. Und dann fragen Sie sich, habe ich einen Namen, wenn ich ihn nicht schreiben kann? Bin ich ein menschliches Wesen, wenn ich nicht lesen kann? Sie ziehen sich zurück. Warum unternehmen Sie nichts dagegen? Aber Iris war der Schlüssel. Ich wollte fragen, ob... Ja? Sie etwas für mich tun würden. Ach, vergessen Sie es. Vielleicht ein anderes Mal. Der ihm eine neue Welt öffnete. Ich will lesen lernen. Das ist? Ein Fluss. Das ist? Eine Frau. Was die beiden voneinander gelernt haben. Ergänzen Sie den Satz, ich bin gut in... Ich bin gut in der Wahl meines Lehrers. Das steht in keinem Buch. Was sich zwischen uns abspielt, ist mehr als Sex. Es ist sogar mehr als Liebe. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Wir hatten Schwierigkeiten, aber die haben uns zusammengebracht und das hält für immer.